Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal mal wieder. Heute Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Ich bin sehr, sehr, sehr hyped. Das ist immer das Gleiche. Ich war wieder beim Edeka, ihr wisst Bescheid. Hab mir wieder was zu snacken geholt, was zu trinken geholt. Ich fahre heute mit Deutschland-Ticket nach Dortmund. Heißt, ein paar Mal umsteigen. Es geht in 17 Minuten los. So Freunde, ich bin jetzt in Hannover. 11 Wochen 20 Wetter ist schon viel, viel besser. Alter, ein bisschen wärmer geworden, Sonne ist draußen und so. Und habe jetzt noch 4 Stunden vor mir. Fahrt oder 3,5. Ich warte jetzt auf S-Bahn nach Minden, West. Keine Ahnung, was bedeutet. Und dann fahre ich eine Stunde durch und dann nehme ich die letzte Regionalbahn nach Dortmund. Von da aus. Geisteskrank, was hier los ist. Ich bin jetzt eigentlich in Dortmund angekommen. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal einfach in den Fanshop rein hier. Weil hier im Hauptbahnhof ist direkt ein Fanshop, den gucke ich den erstmal an. War ich noch nie drin, keine Ahnung warum eigentlich. Geh mal rein. Digga, die sieht ja geisteskrank geil aus. Richtig sexy ist der, Alter. Da steht kein Preis drauf, ne? Heftig. Ich denke mal so 15 Euro oder so. Oh, ist okay. So, ich war jetzt eben im Fanshop. Muss mir jetzt erstmal irgendwo was reinsnacken. Ich weiß noch nicht genau wo, aber vielleicht beim Dönermann, den ich in Polen bekommen habe oder so. Mal gucken. So, vorhin habe ich meine Sachen eingeschlossen ins Schließfach. Habe ich fertig gemacht. Bauchtasche habe ich gepackt. Meine Sachen genommen. Habe hier alles reingepackt und jetzt geht es dann gleich essen. Muss ich kurz noch bezahlen. Das Schließfach, alles reinpacken. Ich fühle mich immer so, als hätte ich irgendwas vergessen, weil wenn ich zumache, na, dann ist zu. Und dann muss ich wieder aufmachen, dann ist das Geld, muss ich nochmal neu bezahlen. Deswegen muss ich immer 5 Minuten lang durchgehen, ob ich echt alles habe, kontrollieren. Und dann fühle ich mich immer noch so, als hätte ich irgendwas vergessen, aber egal. Ich glaube, ihr kennt es, die meisten kennen das Gefühl bestimmt. So, ich stand jetzt ohne Spaß, ungelogen, 20 Minuten an einem scheiß Schließfach, weil ich die Bauchtasche nicht kürzer bekommen habe. Jetzt habe ich sie bekommen und jetzt geht's ehrlich essen. Oder extrem, eigentlich nur Dortmunder hier. Geiler Vibe, aber ich muss sagen, das Einzige, was mir hier fehlt, ist ein großer, keine Ahnung, so für Public Viewing, Bundesliga. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie man es nennt, aber so. Ihr wisst schon, große Monitor, aber. Fünf Jungs. Adana mit Joghurt bestellt. Boah. Wird getastet. Mal gucken, wie es schmeckt. Und dann sehen wir uns nach dem Essen wieder. Bruder, ich weiß nicht, woher dieser Regen kommt, aber auf einmal es regnet, Bruder. Aus Hölle. Aus Hölle, auf einmal kommt Regen hier. Woher? Ey, keine Ahnung. Wetterbericht sagt 20 Grad Sonne. Auf einmal es regnet. Ich gehe jetzt links Hauptbahnhof schnell. Aber es sieht aus, als würde es gleich nicht mehr regnen, keine Ahnung. Aber vorsichtshalber, vielleicht brauche ich eine Jacke, mal gucken, keine Ahnung. Bayern führt auch nebenbei schon wieder. Oh, ist es kalt jetzt auf einmal mit der Regen. Bayern führt nebenbei 2-0 gegen Schalke. Alles scheiße, Digga. Aber egal, kann nichts machen. Ich bin doch entschieden, direkt zum Stadion zu fahren. Scheiß drauf, bevor ich jetzt 4 Euro zahle, um das Schließfach wieder aufzumachen und es regnet am Ende nicht mehr. No risk, wir fahren, gehen wir einfach mit Trikot direkt hin. Scheiße, Jacke. Ich war noch nie so früh vom Stadion. Einfach 2,5 Stunden vor Spielanpfiff. 16:30 Uhr. Oder es ist, im Vergleich ist das geisteskrank leer. Echt. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich schon reingehe. Mal gucken. Ja, es sind halt noch 2 Stunden, ne? Ich habe in meinem Leben noch nicht so einen leeren Eingang gesehen vom Signal Iduna. So, Freunde, ich bin im Stadion. Ja, mal gucken. Einfach ein bisschen rumgehen und mal anschauen. Ich habe jetzt mal ganz entspannt Zeit. 2 Stunden Zeit. Sind drin. Bruder, ganz cooles Gefühl, echt, dass man sich jetzt entspannt mal angucken kann. Wenig los hier. Vielleicht kann man was tasten. Ich habe noch Geld auf meiner Karte, diese Dortmund-Karte. Mal gucken, mal drin, was ich habe. Ich habe immer das Problem, ich kann vor Aufregung immer gar nichts essen. Jetzt kann ich eigentlich gefühlt nichts essen, ich habe gar keinen Hunger. Aber ich habe auch vorhin Fett bei den Türken gegessen. Aber ich kann immer vor Aufregung nichts essen. Ja, ein bisschen Durst habe ich, aber geht. Und deswegen an sich hole ich mir jetzt erstmal nichts. Wir gucken uns erstmal unsere Plätze an, setzen uns einmal hin und schauen mal, wie die Sicht ist. Geisteskranke Aussicht, Freunde. Geisteskrank. Normalerweise saß ich immer da, ungefähr da. Da saß ich jetzt so 2-3 Mal zumindest auf der Tribüne. Ich saß hier irgendwo mal gegen Sevilla einmal mit Max. Geil, Mann. Was sagst du? Krass. Sehr krass, ja. Oder direkt am Gang. 45, 46.
Bruder, was eine Sicht, Junge. Aber Sky ist jetzt krank. Da ist der Gästeblock. Da kommen auch, glaube ich, 8000 Leute. 8000 Gladbacher sind auch am Start heute. Ja, oh, ich glaube, der kommt gerade. Kann sein, dass er in die Szene reinkommt oder ein Teil der Szene zumindest. Und Südtribüne ist schon massig gefüllt, Bruder. Massig gefüllt. Komplett in Gelb. Heute ist auch komplettes Motto ist Gelb. Also Südtribüne hat alle aufgerufen, dass sie Gelb fahren und vom gelben Stadion kommen. Bayern hat jetzt 4-0 oder so gewonnen, keine Ahnung. Das ist Game Over, aber egal, du musst heute gewinnen, das alles erzählen. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist da oben auch hier diese VIP-Karte, ne, da ist sogar diese Football Club, der Dings TFC-Lounge. Ich glaube, hier war König sogar öfter. Keine Ahnung, ob ihr König jetzt kennt, müsst ihr jetzt nicht kennen, aber Ehrenmann. Und ich glaube, die ganzen generell Influencer waren da schon öfter hier in der Lounge. Standen da öfter schon. Da ist auch ganze Presse und sowas, glaube ich, interessant auf jeden Fall mal zu sehen. Ne? 38 Minuten, Freunde. Wir haben jetzt 17.52 Uhr. Es geht bald los. Bayern hat jetzt 6-0 gewonnen. Aber scheißegal, wir müssen unseren Job machen. Das ist das Einzige, was zählt. Und wir haben noch 3 Spiele. Und bis zum letzten Tag einfach alles holen. Und da hat man alles gemacht, was man noch machen kann. Oder ich glaube dran, bis zum letzten Augenblick, wenn es am letzten Spieltag ist. Und scheiß drauf.
Was ein Tor. 21. So Spielminute 3:0 für unsere BVB Torschütze. Der Spieler mit der 9, Sebastian! Eine Pommes geholt auf süß. Rein geht's in die zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war geisteskrank. Ja. Das Statement hier gesetzt. Gegen Investoren in der DFL. Stark auf dem Kurs. Macht unseren Sport kaputt. Ihr macht unseren Sport kaputt. Geben und was nicht Elfmeter geben, Bruder, ist peinlich, ist peinlich. Sowas gegen die Elfmeter, ich hab's jetzt nicht aufgenommen, ne? Und sowas gegen Bochum geben die nicht, Bruder, ist peinlich, peinlich. Ja, ich geist es mal wirklich. Thank you.
den zwei Toren kassiert, aber Hauptsache mal gewinnt das Spiel jetzt auch. Hauptsache das Spiel ist gewonnen. Ole, ole. Nur der BVB. Digga! Speicherplatz war einfach voll, die haben noch ein Tor noch gefallen von Giovanni Reyna. Das heißt insgesamt 5, 2 ist das Spiel jetzt ausgegangen. Schlusspfiff. Boah, Bruder, Geist. So Freunde, das war's mit dem Stadion für heute. Ich mache mich auf den Weg nach Hannover. Von Hannover mache ich mich dann auf den Weg nach Regensburg. Es geht für mich direkt weiter zur Auswärtsfahrt von HSV. Und ja, ich bin noch über 24 Stunden unterwegs. Heißt, wir sehen uns in nächste Woche wieder. Lasst ein Like da, Kommentar da und dann danke für den Support, danke fürs Zuschauen und ciao.